Hallo zusammen, der Rechner ist jetzt fertig und er soll jetzt da an die Wand. Aber bevor der da an die Wand kommt, wollte ich erstmal den ganzen Raum hier aufräumen, weil der ganze Umbau des Rechners bzw. der Aufbau des Rechners hat extrem viele Ressourcen und Müll produziert. Also hier ist alles voll. Auch der andere Raum hier, der sieht aus wie, weiß nicht. Deswegen wird es hier mal wieder Zeit, dass hier ordentlich aufgeräumt wird, bevor der Rechner an die Wand kommt. Also Halt habe ich dafür, Bohrmaschine am Start. Und gleich kommt noch jemand, weil der Rechner ist sehr schwer. Und ich denke mal, wir wiegen den Rechner oder wir wiegen den in einem Extra-Video. Wollt ihr überhaupt wissen, wie schwer der ist? Wird sich lohnen, glaube ich. Der ist super schwer. Also, wenn ihr wissen wollt, wie schwer der Rechner ist, lasst mir Bertrand da. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. Bis gleich. Ging schneller als gedacht. Ich habe das Ganze jetzt mal grob sortiert. Jetzt muss ich hier halt noch die Sachen loswerden. Das muss ich zurückschicken. Das kommt noch drüben in den Schrank. Das ist Müll. Darunter, das kommt auch noch woanders hin. Hier ist zum Beispiel mein ganzes Werkzeug jetzt, das mit nach oben muss. Beziehungsweise nachdem das da hinten fertig ist, kommt das mit nach oben. Da ist noch das andere Projekt. Das läuft immer noch nicht. Dazu aber noch später mehr. Und da sind jetzt nochmal die ganzen Teile, die noch übergeblieben sind aus dem Rechner. Genau wie da. Das wird wahrscheinlich noch verbaut. Sind drei Festplattenrahmen, die da noch reinkommen. Und diese Luftfilter, die da noch rumliegen, die kommen auch noch dran. Aber jetzt erstmal die Ecke da. Alles soweit fertig, so sieht es jetzt hier aus. Also schon ein bisschen sauberer bzw. aufgeräumter als vorher. Ganz wichtig, am Samstag um 12 Uhr kommt das Video zu diesem Rechner hier raus und dann erfahrt ihr endlich, wie ihr den Rechner hier gewinnen könnt. Markiert euch das auf jeden Fall, Samstag 12 Uhr ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Gewinnspiel. Das ist quasi ein kompletter Rechner für einen von euch. Da, ich glaube, der hat noch einen Wert von um die 3.000, 4.000 Euro und der geht komplett, so wie er da steht, ohne meine Festplatten jetzt, aber da sind Festplatten drin. Also ihr könnt das Ding dann anschließen, direkt Gas geben, soweit so gut. Und ihr habt gesehen, ich habe diesen Raum hier auch noch umgebaut. Sprich, ich habe da ein neues Mauspad dran gemacht, eine neue Maus, und zwar die ROG Puccio. Habe ich da angeschlossen. Das ist alles immer ein bisschen aufwendiger, weil da in dem Tisch ist immer alles integriert. Und deswegen muss ich da halt immer relativ viel Gehampel machen, wenn ich da irgendwie ein Teil ändere. Dafür sieht es halt immer umso cooler aus, wenn es dann irgendwann fertig ist oder wenn es dann fertig ist. Und wie ihr sehen könnt, hier unten steht wieder Werbefilm. Das blende ich jetzt immer ein, wenn ich irgendwas hier an diesem Raum ändere, irgendwas umbaue. Weil ich halt immer irgendwie ein Produkt in die Kamera baue irgendwie ein neues Produkt ein. Und deswegen, damit mir da keiner an die Karre pissen kann, steht halt immer in der Ecke Werbefilm. Und wo wir gerade bei Werbefilm sind, Runtime hat wieder neue Produkte am Start. Link dazu in der Videobeschreibung. Da kriegt er auch noch irgendwie Rabatt, wenn er meinen Code Debitor nimmt. Ich muss noch mal gucken, wie viel. Steht auf jeden Fall dabei. Und genau, wo wir gerade bei Rabatt sind, passt nicht. Der Gewinner von dieser wunderschönen Box sollte ich doch mal bitte melden. Die habe ich auf Twitch verlost. Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich habe zwei Collectors Edition verlost. Einmal die und noch einer von Spellforce. Ja, sonst wird die halt neu verlost.
ich sag mal so, noch so ein, zwei Wochen, dann verlose ich die neu, wenn er sich da noch nicht gemeldet hat. Und falls ich das übersehen hatte, soll er sich nochmal melden, bitte. Und wo wir gerade bei Ubisoft sind, ich war in Berlin bei Far Cry 5, hab ein bisschen gespielt, allerdings war die Aufnahme so mit so einem komischen Filter übersehen, so, keine Ahnung. Deswegen habe ich halt nur einen kleinen Ausschnitt davon. Aber Spiel finde ich ganz cool, weil das Setting so ein bisschen anders ist und da können wir erstmal den neuen Rechner austesten, weil das hat wohl in maximaler Auflösung eine sehr hohe Systemanforderung. Da wird das Ding, glaube ich, auch ordentlich arbeiten müssen. Das ist eigentlich ganz gut, um den mal zu testen. Das Einzige, was ich von Far Cry noch habe, ist das hier. Wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Ist nicht viel, aber immerhin so. Und ich glaube, ich habe soweit alles. Ja, eigentlich schon. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Achte mal bitte auf meine Anziehsachen und meine Haare. Die ändern sich immer, auch an einem Video am Samstag, weil ich das halt an so vielen verschiedenen Tagen aufgenommen habe, an so vielen verschiedenen Wochen des Jahres, dass sich da immer alles geändert hat. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, Samstag 12 Uhr. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein, tschüss!